Jo, moin moin liebe Leute, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei Icarus, Hallöchen, ja, kleines Update, ich habe es natürlich zur Kapsel geschafft und das ganz ohne Tod, ich bin nicht gestorben, bin doch tatsächlich sehr gut durchgekommen und ja, ich bin jetzt hier, ne, 412 habe ich, aber ich habe ja geplant, dass ich mir diesen Hochofen hier besorge, der kostet mich 500 und 50 zum Herstellen. Ich denke mal, bei der nächsten Mission kann ich mir den holen. Den möchte ich noch nicht. Sieht zwar schön aus, aber nee, ich spare auf den Hochofen. Entsprechend gehen wir in ein neues Schürfgebiet. So, okay, warte mal. Das habe ich geschafft, ne? Also hier drei Sterne, drei Totenköpfe. 6 Stunden, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, waren nicht ohne schlechte Eltern. ja, genau. Und jetzt muss ich gucken. So, 7 Tage habe ich Zeit. Wiederkehr, Bioforschung. Finde wertvolle Bioproben. 150. Was ist da? Suche und Bergung verlorener Terraforming-Technologie. Auch nur 150. Wasserfallexpedition. Finde eine Route in die Flusslande. Ja gut, weißt du. Ich würde, glaube ich, jetzt die beiden machen. Dann gehe ich hier oben rüber in die Canyons. Das wird nochmal auch ordentlich hart. Wenn ich das denn habe, dann gehe ich hier rüber. Ne? Also ich will schon versuchen, hier jede einzelne Mission zu nehmen, bis auf diese hier. Ne? Das ist einfach nur sandboxartig in 30 Tagen. Okay. Komm, dann hole ich jetzt die Bioproben. Senatai never screw around. And it's worth your while to impress them. Okay, One of bring their die Proben forward zurück in teams reported Orbit. unusual biomaterial in the region, whatever that means. They need someone to go in and bring samples back. Help them figure out what's happening down there. Could be a good paycheck in it. Okay, ich bin gespannt. Aber Bioproben, ja, das werden so ein paar kleinere Sachen einsammeln wahrscheinlich. Nichts großes, spektakuläres. Aber bei 150 kriegen wir auch nur. Wird es nicht viel sein. Gut, ich hatte jetzt ja eine sehr anstrengende Mission hinter mir. Aber finde ich gut, ja, so ein bisschen Adrenalin, ne? Ist schon ganz in Ordnung. Bioforschung südlicher Gletscher. Oh. Oh, wo lande ich? Okay, im Senatai Wald. pretty much run space. So you're smart to do them a favor. There's reports a new plant life down here. Bioforms no one's seen before. They want a head start over everyone else, figuring out what the hell's going on and where it's going. Whatever it is, they need samples. First stop's marked on your map. Good luck, and remember, they ain't opening their wallet unless you bring them something back. Ja, genau. Dass sie mich erst bezahlen, wenn ich was mit zurückbringe, ne? Ist ja auch vollkommen logisch. So, warte mal, das Messer, die Spitzhacke, erstmal wieder alles schön an sein Plätzchen bringen. Der Rucksack. Super, fantastisch. Okay, dann gehe ich mal kurz Wasser holen. Okay, Feldflasche gefüllt. Jetzt gucken wir auf die Karte. Ach, guck mal, da oben ist die erste Bio. Südlicher Gletscher, das ist aber nicht der Gletscher, ne? Warte mal, da oben. Ich gehe mal. Ich lauf da jetzt mal hin. Aber guck mal hier, ich war da hinten schon gewesen, ne? Das haben die mir jetzt nicht offen gelassen. Okay.
So, dann komm. Dann lass uns mal auf den Weg machen und uns hier ordentlich. Achso. Moment. Natürlich mache ich mir auch geschwind ein paar Verbände, ne? Naja, das reicht. Na, jetzt erstmal gucken, wie gefällig das werden kann. Warte mal, da war Oxid. Ich habe nicht zufällig schon. Nö. Ja, doch, da, guck mal. Ein paar Wildbären. Uah. So. Mal gucken, was die erste Bioprobe ist. Und dafür habe ich 7 Tage Zeit, die Bioproben. Aber ich bin mal gespannt. Bestimmt wieder wie das eine Mal, wo ich doch auch so eine Bioproben holen sollte. Diese Pflanzen. So, kann ich mir eigentlich schon einen Bogen herstellen? Nein, da fehlen mir noch ein paar Stöcker. Das ist aber kein Problem. Zack, zack. Mache ich doch einfach mal ein paar. Ja, die erste Bioprobe ist ja sowieso hier gleich bei mir in der Nähe. Bin ich schon da? Ja, ich bin noch nicht ganz da. So, eine Fackel. Siehst du, auch gleich mal eine Fackel herstellen. Dann hier den Holzbogen. Ja, für den Holzbogen. Ja, mal gucken, ob ich den überhaupt brauche, ne? So, erstmal nach hier unten. Bis jetzt noch keine einzigen Wildtiere hier gefangen. Da kommen sie. Da höre ich schon die ersten Wölfe hier. Okay, ich müsste jetzt im Gebiet drin sein. Ja. Müsste im Gebiet drin sein. Ich bin drinne. Guck ich mal, wo die Pflanze hier ist. Ist bestimmt eigentlich wieder recht offensichtlich. Also einfach die Augen offen halten. Nach was Ungewöhnlichem. Und dann wieder da drauf gucken. Ja. Gut, wenn ich dran vorbeilaufe oder in der Nähe bin, aktiviert er sich ja, ne? Hallo Wolf. Das sieht komisch aus, diese Ranke da, ne? Ah, merkwürdige Blüte. Good find. I never seen one of those before. Maybe terraforming didn't wipe out everything in this area after all. Okay, das ist ja recht simpel. Na, wo ist denn der nächste? Ende Bioprobe 2. Warte mal, bin ich jetzt
blind oder bin ich jetzt blind? Ich sehe jetzt hier nichts. Ja, finde Bioprobe 2. Nam, 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 nam. Das war auch nur so ein... ganz schwacher Kreis, ne? Nee, aber ich sehe ihn tatsächlich nicht. Doch, hier oben. Da oben. Okay. Na, dann lass uns weiterrennen. Dann rennen wir direkt weiter. Also wenn das das Einzige ist, was ich machen muss, dann muss ich mich hier nicht aufbauen. Weiß dann muss ich mich hier nicht großartig aufbauen. Mal gucken, wo denn aber die Bioprobe 3 ist. Ne? Das könnte so ein bisschen problematisch werden. Bohnen, kann man die auch essen? Ich glaube ja, ne? Bohnen, Sojabohnen konsumieren. Oh. Warum eigentlich nicht? Ein paar Knochenpfeile mache ich mir einfach mal. Ich leg mal das da rein. Genau. So, dann rennen wir jetzt hier durch. Weil dafür extra etwas aufbauen, das muss ich jetzt nicht. Das, ich glaube, das... Je nachdem, ne? Gell. Je nachdem, wo Bioprobe 3 ist. Aber... letztes Mal waren es nämlich auch nur drei Pflanzen gewesen. Und da habe ich eigentlich auch mehr Zeit vertrödelt, als ich eigentlich benötigt hätte. Weil guck mal, da ist nochmal Oxid. Das nehme ich mal, packe ich mal ein. Wasser ist gesichert. Gut, das sind weite Wege, die man läuft, ne? So ist nicht. Aber solange es nur der Wald ist, ist es überhaupt kein Problem für mich. Gut, mit dem Lagerfeuer wäre es jetzt toll, ne? Zwischendurch Fleisch sammeln, kurzes Lagerfeuer hinstellen, weil es braucht keinen Unterschlupf oder so. Ah, komm, nimm mir noch mal ein paar Bohnen mit. Ah, wobei die Bohnen bringen nicht viel. Guck mal, da unten ist ja gar nichts angezeigt worden bei den Bohnen. So, da bin ich hier. Alter, in der Nähe der Canyons, ne? Das hätten die auch ein bisschen deutlicher machen können, den Kreis. Aber okay, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Kennen wir ja schon. Ich hoffe nicht, dass ich in den Canyon rein muss oder so. Gut, ich könnte... warte, Herstellung. Ja, komm. Stellen das mal her. Ja, wurscht, ne? Es war Anfangskleidung, aber wurscht.
Es ist besser, als gar keine Kleidung zu haben. Von dem her passt das schon, ne? Ja, ja. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste das die Folge 100 sein. Doch, das müsste Folge 100 sein, ja. Da haben wir eigentlich ein kleines Special, ne? Ja, Folge 100 und wir sammeln einfach mal ein paar Proben. Sehr spannend für Folge 100. Respekt. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade mal ein Viertel von allem Mission hinter mir. Etwas mehr als ein Viertel, weil es ist ja noch das DLC da. Das muss ich ja dann auch noch angehen. Wenn es dann soweit ist. Aber erstmal das normale Icarus. Und dann können wir über das DLC sprechen. Herrlicher Sonnenschein. Ein sonniger Tag. So rennt es sich doch am besten. Ja, da bin ich. Ah, guck mal. Ja, ja, dann lass mich mal um den See laufen. Oh, Moment. Einmal kurz das, einmal kurz das. Ich könnte aber auch... Ah, das behalte ich noch. Behalte ich noch die Nahrung. Meine gekaufte Nahrung. Davon könnte ich auch im Grunde genommen mehr kaufen, ne? Theoretisch. Aber es ist ja nicht wirklich nötig. Sind ja hier mehr als genug Essen. Ah, die Bohnen geben doch was. Halt nicht sehr lang. So, jetzt müsste ich... Ja, ich bin jetzt mittendrin, ne? Okay, wo könnte hier eine ungewöhnliche Pflanze sein, ne? Wenn das wieder dieselbe ist, dann müssten wir die ja eigentlich relativ zügig finden. Dann eher so da hinten, bei den Klippen. Wenn sich das eher ein bisschen da so verteilt. Nee, 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 nee. Ist tatsächlich, da ist schon das Ende. Dann... Aua, jetzt habe ich mir selber wehgetan. Lol. Guck trotzdem mal kurz hier. Wenn ich ja sowieso schon da bin. Ist die vielleicht... Nee, die wird nicht unter Wasser sein, ne? Der See ist auch nicht ganz mit drin. Nee, die wird... Das wird, glaube ich, dieselbe Kletterpflanze sein, ne, die sich da so verbreitet. So ein riesen Gestrüpp oder so. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du nur? Zeig dich, zeig dich. Werde ich finden. Da oben vielleicht. Kann man da oben hin? Müsste ich ausprobieren, ne? Lass mal einen Wolf kommen. Den nehmen wir mit. Okay. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich werde dich finden. Von hier hinten sieht es aus, als wenn da was Komisches liegt. Verrottender Kadaver. Ah.
Okay, das ist nicht immer dasselbe. What the hell happened here? There's rumors that exotics can affect living organisms. But this? I don't even know what to call this. But you got what you came for. Ja. Okay. Was wird als drittes da sein? Vor allem, wo wird das dritte jetzt sein? Muss ich wieder ganz scharf gucken, ne? Noch finde ich es nicht, noch sehe ich es nicht. Tja, was ist. Es ist nicht stark erkennbar, ne? Warte mal, vielleicht erkenne ich so ein bisschen mehr. Da unten. Da. Okay, so erkenne ich tatsächlich mehr. Guck mal, das sehe ich gar nicht, ne? Ja, guck dir das an. Okay. Das heißt, das ist im Gletscher. Das ist im Gletscher. Okay, warte mal, wir laufen erstmal dahin. Das ist im Gletscher. Hm. Gut, wenn ich mich nicht blöd anstelle. Müsste es eigentlich gehen. Ohne, dass ich mir großartig was aufbaue, ne? Mein, was habe ich schon groß zu verlieren? So, warte mal. Im Inventar sammle ich ja nichts, ne? Ne, außer das da. Okay, kleiner Sturm. Dann halt so. Okay, 13.50 Uhr. Aber wenn ich das jetzt geschickt anstelle und mich von den Bären fernhalte, müsste ich es eigentlich schaffen. Warte mal, ich bin gerade überlegen, da bräuchte ich ein bisschen Stein. Warte mal, ich mach mal ein bisschen Stein. 24 nun, komm. Holz habe ich dabei. Aber guck mal, hier ist doch gleich die Höhle. War ich der Meinung. Bin schon dran vorbeigelaufen, ne? Ach so, nee, nee, Quatsch, da hinten. Hab noch ordentlich ein paar Meter vor mir. Weil dann werde ich mir nämlich ein bisschen Fleisch anbraten. Naja, die Ausdauer. Weißsturmaussetzung. Ja, das wird dann. Die letzte Bioprobe, die kann dann halt nochmal ein bisschen gefährlicher werden durch die Eisbären. Aber ansonsten brauche ich mir hier nichts aufbauen. Jetzt. Mit den Sturm komme ich halt auch nicht mehr so schnell voran jetzt, ne? Aber ich glaube, das wird eins der schnellsten Missionen, die ich je gesehen habe. Oh, halt da hinten lang.
Wir müssen da hinten kurz lang, oder? Weil Fleisch habe ich ja da. Das kurz anbraten oder passt das eigentlich? Noch ein bisschen Energie, ein bisschen Ausdauer. Ach, guck mal, da ist eine Höhle. Oder? Ja. So. Achso, kurz das Lagerfeuer herstellen, denn dann hauen wir hier mal kurz das Lagerfeuer hin. Oh, da mal hin. So, das da aktivieren. Ja. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich für heute hier Schluss mache und wir morgen in der nächsten Folge gestärkt mit frischem Fleisch ins Gletscher gehen und uns die letzte Bioprobe holen. Ich hoffe, es funktioniert und es läuft gut. Also drückt die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.